zweite Vortrag von Michaela. Ich möchte euch von einer Ziege erzählen, die eine sehr harte Zeit durchgemacht hat, um die perfekte Arbeit für sich zu finden. Die Ziege Pia Koch arbeitet in einer Werkstatt. Sie malt den ganzen Tag nur. Sonst arbeitet sie manchmal am Computer. Aber die meiste Zeit malt sie nur. Am Anfang hat sie sich dort wohl gefühlt. Doch dann sah sie sich um, dann fragte sie sich, soll das wirklich meine Zukunft sein oder was? Nein, so darf es nicht mehr weitergehen. Ich bin viel zu weit abgerutscht. Ich bin zurzeit in einem Tief drinnen. Ich sollte endlich bereit sein, aus diesem Tief wieder herauszukommen. Jetzt mache ich endlich diesem Tief ein Ende. Pia hatte richtige panische Angst, was passieren könnte, wenn sie sofort kündigen würde, dass sie wieder mal vor dem Licht stehen würde. Doch die Chefin von der Pia kommt jeden Tag zu ihr auf ihren Platz. Da die Chefin, die Wölfin, Anna Rosa, sie wirklich jeden Tag nur mit demselben Thema konfrontiert, dass sie nie aus ihrer Tretmühle herauskommen wird, dass sie nie etwas aus sich machen wird, dass sie nie eine Möglichkeit finden wird, um endlich ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Sie würde es nie schaffen, sich weiterzubilden und irgendwann in den richtigen Beruf für sich zu finden. Ja, diese Chefin Anna setzte sich richtig mit diesem einen Thema sehr unter Druck. Doch Pia Koch sagte, jetzt reicht es mir. Doch jetzt haut sie endlich mal auf den Tisch. Am Freitag nach der Arbeit setzte sie sich endlich an ihren Laptop. Pia Koch hat endlich allen Mut zusammengenommen und hat endlich Bewerbungen geschrieben, da sie unbedingt Werbetexterin werden wollte. Dann ist sie mit sehr viel Selbstvertrauen in die Werkstatt gefahren. Da ist Pia zu ihrer Chefin in das Büro gegangen. Sie hat gesagt, dass sie unbedingt kündigen will. Sie verabschiedete sich von der Werkstatt für immer. Jetzt fängt für sie ein neues, besseres Leben an. Sie hat richtige panische Angst davor gehabt, dass sie keine Pläne für ihre Zukunft gehabt hätte. Doch das hat sich jetzt endlich für sie geändert. Sie war am Anfang hoffnungslos gewesen, ob es überhaupt funktioniert hätte, dass die Schulen sie übernehmen konnten. Innerlich war sie schon aggressiv gewesen, da sie Angst gehabt hat, einen Rückschlag zu verkraften. Sie ist fündig geworden. Sie hatte dabei eine Schule gefunden, wo sie tatsächlich so eine Ausbildung machen kann. Während sie die Ausbildung absolvierte, ging Pia Koch ein Licht auf, dass es wirklich ihre Berufung ist, Werbetexterin zu sein. Sie ging richtig in ihre Aufgabe auf. Das ist wirklich der Hammer, dass sie im Internet nachforschte, welche Werbeagenturen es in ihrer Umgebung gibt. Da hat sie eine Agentur gefunden, wo sie sofort hingeschrieben hat. Sie ist sofort mit ihren Unterlagen in die Agentur gefahren. Als der Simon Berger, das ist der Chef der Agentur, die Unterlagen der Pia studiert hatte, sagte er sofort zu Pia, ich stelle sie sofort als unsere Werbetexterin ein. Würden Sie sofort anfangen? Ich würde Ihnen Ihre erste Aufgabe geben. Pia sagte, ja, sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass Sie mich eingestellt haben.
Pia Koch ist total begeistert, dass sie so schnell einen Job als Werbetexterin bekommen hat. Wenn man sich für etwas anstrengt, bekommt man dafür die Belohnung. Erst muss man wohl von jemandem sich eine blöde Bemerkung über sich ergehen lassen, bis man endlich begreift, dass man auf so eine niederträchtige Art und Weise nicht behandelt werden will. Erst dann wacht man auf, da entdeckt man an sich, erst dass jeder auf seine Art und Weise eine ganz andere Person ist, die man überhaupt sein will. Jeder hat ganz andere Bedürfnisse und Ziele, die man nie aus den Augen verlieren sollte. Seine Ziele und seine eigenen Wünsche nachzugehen, ist etwas ganz Normales. Jeder hat Bedürfnisse und Ziele und Wünsche, die einem das die einem das Gefühl der Sicherheit vermittelt, die man auch umsetzen sollte. Man sollte keine Angst haben müssen um seine eigenen Bedürfnisse und Ziele und seine eigenen Wünsche nachzukommen. Davor sollte man keine Angst haben, weil das den Charakter bildet. Jeder Mensch entwickelt sich irgendwie weiter. Das ist nichts Schlechtes. Man sollte nur lernen, richtig damit umzugehen. Jeder hat Triebe und Eigenschaften, die einem wichtig sind im Leben. Das ist alles, was für uns zählt. Dass wir an uns glauben, an unsere Talente und an unsere Eigenschaften und an unsere Träume. Danke.